Die Ruhe vor dem Sturm an der Stausee-Kampfbahn in Haltern. Der Hauptplatz wird hergerichtet für das Spiel der Spiele. Unter dem Motto Wir gegen uns trifft der TuS am Montagabend um 18 Uhr auf den Bundesligisten FC Schalke 04. Das Highlight für alle Anhänger von Königsblau, es wird das Abschlussspiel von Stürmerstar Raoul. Und wie Organisator Hans-Jörg Zech mitteilt, ist der TuS auch dem spanischen Publikumsliebling sehr wohl bekannt. Ja, das Schöne an der Geschichte ist ja schon, dass Raoul Haltern kannte, als er noch in Madrid war. Aber damit konnte er dann gar nichts anfangen. Und ich bin mal gespannt, wie er reagiert, wenn er das sieht, was hier ist. Was ja, sagen wir mal, von der Dimension noch nicht mal annähernd das ist, was beim Trainingsgelände in Madrid war. Zur Auflösung, Christoph Metzelder hatte Raoul schon während seiner Zeit bei Real Madrid von seinem Heimatverein berichtet. Und vor einigen Wochen berichteten wir in unserer Serie Stausee-Kampfbahn ja bereits von einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen dem TuS und Raoul. Er freut sich schon, hat ja vor ein paar Wochen dann schon Rolf aus dem Kassenhäuschen persönlich getroffen, dort einen Schal bekommen und schon mal einen kleinen Eindruck von der Hölle in Haltern am See erfahren dürfen. Also er ist dabei und ja, mir zuliebe macht er wirklich einiges. Auf der dazugehörigen Pressekonferenz ging es ebenso locker und launig zu. Die Halterner Christoph Metzelder und Benedikt Höwedes kennen den Landesligisten TuS aus dem FF, wie die Einschätzung der Sturmqualitäten von Ole Töpfer und Mustafa Dana zeigt. Mit dem Ole Töpfer kommt natürlich ein sehr bulliger Stürmer Kraftpaket ab und zu. Mustafa Dana, jemand, der schnell einen Torabschluss sucht, ne, der natürlich ein Wühler vorne drin ist, nicht viele Chancen braucht normalerweise. Nein, ich freue mich drauf, weil natürlich Ole Töpfer auch mit meiner Schwester in einer Partnerschaft lebt. Von daher treffen wir uns des Häufigeren. Alles miteinander verbunden. Treffen wir uns des Häufigeren zu Hause bei uns und das ist eine lustige Sache, glaube ich. Also Benni und ich haben schon gewitzelt, dass wir dem Ansturm des TuS Haltern wahrscheinlich nur 89 Minuten standhalten können und möglicherweise in der letzten Minute noch mal einer durchrutscht. Beim Spiel zwischen Haltern und Schalke kommt es zudem zu einem weiteren Familienduell. Benedikts Vater, Wilfried Höwedes, ist der Trainer der ersten Mannschaft. Das Spiel also schon seit Tagen und Wochen Gesprächsthema Nummer 1 bei Familientreffen. Ja, natürlich ist es auch Thema schon die letzten paar Tage und auch vielleicht die letzte Woche. Man zieht sich natürlich immer so ein bisschen auf und es ist lustig. Wir freuen uns, glaube ich, beide tierisch drauf. Ich habe Papa gesagt, dass er ein bisschen aufpassen soll bei den Jungs, dass sie nicht zu hart reingehen, weil wir uns natürlich auch zum Ende nicht verletzen wollen. Aber ich glaube, dass der Spaß einfach auch im Vordergrund steht und von daher wird das, glaube ich, eine runde Sache. Es ist also alles angerichtet beim TuS für den Besuch von Schalke 04 und seinen Stars. Und vielleicht nimmt der Bundesligist ja dann am Montagabend noch mehr mit aus Haltern am See. Die Spieler des TuS Haltern warten ja darauf, wer wird denn der Fünfte sein, der dann irgendwo mal das Sprung mit Bundesliga schafft. Und was ist besser als eine Plattform zum Saisonende, kurz vor der Wechselphase, um sich zu präsentieren. Und es gibt sicherlich ein paar Vakanzen auch bei Schalke und vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, der Lust hat, sich anzubieten. Hüb Stevens soll ja da ein besonderes Auge haben.